Was? Wir haben die 2 Tage zurück nicht mehr ausgespielt. Fuck Marathon und fuck Marathon und fuck diesen dummen Sprichwortgenerator. Ich komm zu dir nach Hause und ich klemm deine Internetleitung durch mit einer Drahtschere, wenn es sein muss. Wenn noch einen einzigen von diesen fucking Wahlsprüchen hören muss, ich spring aus dem Fenster. Ich wollte eigentlich damit abschließen. Freut ihr euch auch so auf einen Moment der Stille? Ich schließe gleich deine Zelle in der Geschlossenen ab, wenn du so weitermachst. Also wie viel Prozent wollen wir jetzt diese Pforte zu Agrimod aufmachen? Ich meine, 100? 110? Nein. Das bringt doch überhaupt nichts. Wir können nur eine Pforte gegen eine andere tauschen. Ja, wir können nicht eine tauschen. Wir machen die Agrimod-Pforte auf. Das verschiebt dann die Kraft in ihr so weit, dass die Gehöbderod-Pforte zugeht und dann machen wir die Agrimod-Pforte einfach wieder zu. Nein, das denke ich nicht, wird nicht funktionieren, aber die Agrimod-Pforte ist in dem Fall ja nicht unser Problem. Unsere Kampagne geht hier gegen die Ersäuferin. Genau. Da soll sich mal wer anders. Ja, das ist schön. Aber mit mir geht keine Pforte davon auf. Dann bleibst du eben hier. Ich sagte, es sei einfach eine Pforte zu öffnen, also das ist schon eine echte Großtat. Natürlich ist das einfach. Wir nehmen Lahalkash mit Opfern den. Das heißt Logolosh, du Pisser! Andersherum. Aber wenn du da lange genug den Namen falsch sagst, dann geht der auch in den nächsten Kreis, nur um dir auf die Schnauze zu hauen. Also, I don't know, könnten wir machen. Nein. Ist halt nicht ganz so leicht. Halt die Klappe, okay, ist halt nicht ganz so leicht. Das machen wir nicht. Gut, aber die Problematik ist dann müssen wir halt mit der anderen Pforte leben. Ja, okay, aber mit der Agrimod-Pforte kann ich leben. Agrimod-Dämonen sind ein Ayonur. Du musst ja auch überlegen, dann denkt sich Agrimod ja auch, das sind eigentlich ganz nice Dudes, die haben meine Pforte wieder aufgemacht, hey boy. Er denkt sich, ey, guck mal, das ist Abelmir, den kenne ich doch schon. Richtig. Das wird dann so ein Hafak-Stil, oder? Ich will, nur mit Agrimod diesmal. Ich will nichts mit Agrimod zu tun haben. Also ich mach lieber dir mit. Für mich als Elementarist ist das die furchtbarste aller Möglichkeiten. Du bist doch Wasser-Elementarist. Der hat auch schon 2 Minderpakte von mir, das ist ja, wir kennen uns auch schon. Alles cool. Er steht schon im Newsletter mit drin. Ja, also. Richtig. Ich habe hier auch schon jemanden, der empfiehlt den ganz warm. Also. Ganz warm, ja. Also ich mache lieber Deals mit Agrimod als mit Hafax. Ich weiß, dass Agrimod sich wenigstens dran hält. Naja. Und wollen wir vielleicht nochmal über Belshirash reden? Nein, das Problem an der Belshirash-Pforte ist, die war doch nie offen, oder nicht? Richtig, ja, die waren. Und ich habe gehört, die ist schwierig zu öffnen. Deswegen sollten wir die halt auf jeden Fall zulassen, weil sonst sind wir gefickt. Also dann doch lieber Agrimod. Ich melde mich freiwillig, in Belshirash 7. Kreis zu treten. Die Frage ist, wie kriegen wir so eine Pforte auf? Mit Paktierer. Ich meine, wir können. Ohne Paktierer. Ich meine, mein Boy, wenn ich nicht beschwören darf, hast du auch nichts beim Öffnen der Pforte mitzureden. Doch, selbstverständlich. Jedenfalls. Wir könnten den Xamarnot fragen. Ja. Ey, ich sage euch Folgendes. Das Problem ist, der Xamarnot möchte immer eine Gegenleistung. Das heißt, je nachdem, was für ein Buch der sagt, dass wir ihm opfern müssen, damit das die Antwort gibt, könnten wir auch einfach nach einem Buch suchen, in dem es drinsteht. Das könnte. Blut für opfern. Ich bin bereit, Diamant das abzugeben. Das ist in Ordnung. Aber es ist viel cooler, dass du ihm Wissen opfern musst. Ich bin auch bereit, zu Xamarnot zu treten. Das ist deutlich interessanter. Also, es reicht nicht, wenn ich einfach ein Buch in Rache schmeiße. Dafür sollte man aussagen. Ja, aber das ist das neue Konzept. Was brauchst du das nicht? Und das neue Konzept ist, dass du musst ihm halt eine Seite opfern, auf der irgendwelches verborgenes Wissen stand und die musst du leerkratzen und da schreibt er dann deine Antwort drauf. Das irgendwie viel cooler ist als hier, gib mir ein W6 LP. Mit deinem Blut schreibt er. Ja klar, mit deinem Blut. Was hast du geglaubt? Mit Tinte? Nee, und dann nimmt deiner permanenten Lebensenergie. Nee, Agrimod-Lebensenergie ist nicht permanent, keine Sorge. Leute, das ist keine gute Idee, Agrimod aufzumachen. Ist auch keine gute Idee, Charopterod aufzulassen. Einen Tod müssen wir hier sterben. Ja. Und es wird nicht der durch Ertrinken sein, das sage ich dir. Doch, ich habe Wasseratem. Das sagst du nur, weil Angrosch dein Daddy ist. Du hast Wasseratem, aber nicht Unwasseratem. Ich habe die Blase, die alles Wasser verdrängt. Ja, alles Wasser, nicht alles Unwasser. Doch, auch Unwasser ist damit drin. Steht das da? Ja. Ja, von Wasser steht da. Ich sag mal, die Ersäuferin hat einen längeren Atem als du an der Stelle. Definitiv. In welchem Verhältnis muss man... Aber dann kann ich nur Weisheit der Wogen wirken und mich unten in Wasser verwandeln. In welchem Verhältnis muss man Schleim mit Wasser mischen, damit es als Schleim und nicht mehr als Wasser zählt?
Testen. Hängt davon ab. Try and error. Ja, wie du es definierst. Wir können Boltax ja einfach mal in verschiedene Sümpfe stecken und gucken, wo versinkt da, wo das kommt der klar. Hervorragende Idee, da bin ich voll für. Du packst den links am Bein, ich rechts, und dann halt mein unter Wasser. Ich habe auch den Sumpfatem. Mhm. Sumpfatem gibt es. Nein, der Sumpfatem existiert nicht. Ich weiß, das ist wieder meine Wasserverdrängblase. Also gut, dann machen wir die Pforte auf. Gut, wer möchte sich da opfern? Diamant ist gut, haben wir auch besprochen. Wir haben doch Lahalkash, da war das bisher noch nichts für irgendwas gut. Leute. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, Lahalkash mitzunehmen, um die Agrimod-Pforte zu öffnen. Ich bin sehr dagegen, dass wir die Agrimod-Pforte öffnen. Weißt das du, haben wir verstanden. Weißt du, wer da auch was dagegen hat? Dann musst du halt hier bleiben. Wir sagen ihm halt nicht, was. Angroschminia hat was dagegen. Und wollt ihr Angroschminia enttäuschen? Nein! Ja. Niemand von euch will Angroschminia enttäuschen. Ja, das müssen wir ihr ja nicht sagen. Ich meine, wir sagen hier Lahalkash auch. Ja, Boltax hat da was kaputt gemacht. Da ist so eine Pforte. Wir brauchen einen guten Handwerker. Was Angroschminia nicht weiß, macht Angroschminia nicht heiß. Richtig. Angroschminia ist immer heiß. Oh yeah. Es ist ja auch Angroschgeweihte. Jedenfalls, das Problem ist es, wir müssen das Ding nicht nur. Doch, wir müssen das Ding nur aufmachen und hoffen, dass die Krypto-Pforte automatisch kollabiert. Nee, ich glaube, so klappt das nicht. Wir müssen die noch irgendwie schließen. Ja. Reversales Auge des Limbus? Ich glaube, da bist mit mehr dazu als ein einfacher Zauber. Es ist falsch Zauber. Ihr müsst einfach nur reinpinkeln. Wir könnten den Xamarnot fragen. Gut, die Problematik ist halt, ich glaube, in dem Moment, wo wir da die Pforte aufreißen, wo vorher keine Pforte war, dann kommt da erstmal ordentlich Spaß aus der anderen Seite raus. Deswegen oder haben wir da vor einen Schutzkreis drum gezogen. Ich glaube, Xamarnot hat dann die Idee, noch einen Amazeroth-Kreis Tor zu öffnen. Wir sollen ihn nicht bitten, die Pforte für uns zu schließen, sondern uns zu sagen, wie es geht. Das wäre eine Möglichkeit. Der Xamarnot transferiert die Pforten einfach beide ineinander, also sodass die Pforten ineinander zeigen. Dann machen wir die Agrimod-Pforte auf und dann. Kommt ehrlich, würde ich nehmen, denn ja, wie Raphim es gesagt hat, das ist nicht unsere Kampagne. Hauptsache, das Gerüptorot-Ding ist weg. Ich kann ja mal anrufen, ich habe Xamarnot auf der Kurzwahltaste irgendwie, deswegen. Also ich habe Xamarnot auf der Kurzwahltaste. Ich bin schon mal begegnet. Du müsstest nur mein Volk endlich mal beschwören lassen. Bin ich schon mal begegnet, er kennt mich. Ja, auf der Paktierer-Taste hast du den. Ha, Minderpakt, hallo, mein Freund, was geht? Aber nicht viel. Aber jetzt komm, Raphim, also ich bitte dich. Jeder von uns hat doch mindestens einen Erzdämon auf der Paktierer-Taste. Ich nicht. Hallo, ich bin super unschuldig. Zivilisten hatten das verdient, das möchte ich nochmal unterstreichen an dieser Stelle. Ich möchte unterstreichen, dass der Dämonologe der am wenigsten Paktgefährdete von euch allen ist. Das ist nicht ganz falsch. Ja, außer vielleicht Zulamin, weil die ist natürlich großartig und perfekt und alles, aber der Rest. Ich bin überhaupt nicht paktgefährdet, ich habe ja schon meinen Papa hier. Chor akzeptiert alles. Ja. Du hast schon deinen Pakt mit Chor, wie die Echsen sagen würden. Ja, richtig. Also, Papa Chor sagt. Ich bin auch nur so semi-packt gefährdet. Ich meine, klar, Heskatet hat ein Auge auf mich geworfen, aber ansonsten. Ja, ich meine, Agrimod muss ich nur als der elementare Herr des Wassers ausgeben und schon lützt du ihm die Füße ab. Oh, ich würde euch so gerne einen Zarfrevel geben. Wofür? Also, weil ihr die Priesterin umgebracht also erst habt. Erst einmal, wir haben sie nur hier gelassen. Da stehen zu bleiben bei ihrer eigenen Entscheidung. Zweitens, ich hab schon Frevel, gib mir. Ich möchte sowieso sagen, am Ende liegst du da auf der Waage, dann kommt Chor vorbei, sagt, siehst du hier, der ist ganz schön evil. Ja, das ist einer von meinen. Drittens mal, okay. Ich möchte betonen, dass Voltax heute mehr Leute in den Niederhöllen befördert hat, als ich es jemals könnte. Ups. Egal. Hä, wieso? Ja, was glaubst du, wo die Leute hinwandern, wenn sie neben der Pforte des Grauens sterben? Nicht so. Da ist doch keiner gestorben, oder was? Er hat doch einfach nur den Raum einstürzen lassen. Genau. Ja, also mindestens die Zahnbakterien lag drin. Ja, bloß weil du in der Nähe von der Pforte stirbst, kommst du nicht automatisch nieder, das ist ja Quatsch. Willst du es drauf ankommen lassen? Also der Sog ist halt schon groß. Willst du Ahmad fragen? Aber da ist keiner gestorben. Vianda könnten wir fragen. Wenn da keiner gestorben ist, warum willst du einen Zahnfrevel aufdrücken? Naja, weil ihr hättet die Zahnpriesterin erschießen können oder aufspießen oder so. Warum? Ich hab ja nie gesagt, dass es eine Zahnpriesterin ist. Ja, die hat sich uns ja nicht mit Waffen in den Weg gestellt. Das ist richtig, hat sie ja nicht, aber die hat. Also, wenn ich sie nicht gepusht hätte, ich hätte sie gehören wollen, aber sonst. Aber ja, ich hätte sie somnigraviert vielleicht im höchsten Fall. Ja, aber das dauert zu lange. Klingt
Tanz. Ich hätte sie gezwingt, Tanz. Ja, ja, Mörderhobos. Diamantas oder Raphim oder so. Ja, gut, ich habe versucht, sie da rauszuholen. Hallo, wenn, dann gehe ich nur gegen Zivilisten vor, die sich nicht wehren können, wie es sich gehört. Das war eine Zivilistin. Das war eine Zivilistin, die sich literally nicht wehren konnte. Die hatte keine Waffe. Aber die war ja alleine und dann ist. Ich bin mir ziemlich sicher, sich nicht wehren ist irgendwo Teil ihrer Religion. So, halt die andere Schuppe hin. Halt die andere Schuppe hin. Was zählt? Du meinst, das andere Schlupflied? Den Schwanz. Ach, der Biologe mal wieder. Da krabbeln wir mal wieder. Das war sie, die homoerotische Einlage des Tages. Ja, genau. Ich finde das mit der Pforte öffnen Diskussion übrigens interessant, aber ich glaube, es braucht da irgendwie noch Magiekunde-Proben, weil also für mich ist das ganze Ingame noch alles höchst unklar, wie das jetzt funktionieren soll und inwiefern uns das weiterhilft und so. Also, das Problem ist, dass es auch Outgame total unklar ist, weil das System gibt das nicht her. Tja. Wirklich, anyway. Also ihr D stabilisiert bei der Kraft. Die Kraftlinie wird dann in zwei Viecher reingesogen und nicht mehr nur in eine Pforte. Also damit destabilisiert ihr das ein bisschen, aber da habt ihr halt zwei offene Pforten. Was ich meine ist, die... Warte, die geht nicht von... Nein! Du, das ist zum Beispiel eine wichtige Information, die uns gerade nicht wichtig war. Hab ich nie gesagt. Ja, klar, wie gesagt, wir waren uns gerade nicht sicher, ob die von alleine kollabiert und dann wieder auch noch zumachen müssten. Und das bringt uns auf den nächsten Punkt. Wir müssen nicht nur eine aufmachen, wir müssen dann noch danach eine zweite zumachen. Oder wir malen einen Bannkreis von der einen Pforte zu der anderen, dann sollen die Dämonen mal von aus der einen Hölle in die andere laufen und sich ein bisschen auf die Schnauze hauen. Das ist doch die Idee. Einerseits, Bannkreise sind one use only. Andererseits, die Idee ist gut. Das war doch meine Idee vorhin schon. Wir schicken die von der einen in die andere Domäne. Wie machen wir das? Ein Tunnel. Die Problematik ist halt, wir stellen, dunkle Pforte. Wir stellen einen Wegweiser auf. Dunkle Pforte? Ja, okay. Wie erschafft man dunkle Pforten? Das weiß ich nicht. Basiert vermutlich auf dem Transversalis, oder? Kann heutzutage keiner mehr. Das konnten sie nur in den dunklen Zeiten. Kuslik kann das. Ja, Kuslik kann das. Kuslik ist zu weit weg. Und ich glaube, Punin hat auch Untersuchungen dahingehend angestrebt. Fasar, glaube ich, auch. Okay. Ja. Fasar hat eine. Ja, ja. Perikum, glaube ich, auch. In Haben sind viele, Bramak hat auch eine. Richtig, haben viele, aber das Problem ist, die in Bramak bringt dich manchmal nach Mirham, manchmal nach Selem, manchmal nach Akrabal und manchmal nach Zeta. Ja, oh, und, du musst dafür in den Brunnen springen. Und du hast das Riesland, das Riesland hast du vergessen. In der Rastabur, glaube ich. Und du musst dafür in den Brunnen springen und hoffen, dass du sie ausgelöst hast, bevor du unten aufschlägst, weswegen man da mittlerweile ein Netz reingespannt hat. Sommerurlaub in Zeta. In Zeta ist immer Sommer. Wann gehst du denn wieder? Klar, natürlich. Deshalb gehst du ja auch dahin.